Tachchen, hallo zusammen. Heute sind wir bei unserem zweiten Autopartner, Autohaus Cars von Toyota. Da werde ich heute mein zweites Praktikum machen und ich bin schon mal gespannt, was mich heute erwartet. Hallo Mirko, schön, dass du da bist. Ja, mein Lieber. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Hervorragend. Dann wollen wir dich mal heute einweisen. Ja, ich freue mich schon. Als unser neuer Verkäufer. Dann zeige ich dir mal deinen Arbeitsplatz. Mein neues Reich heute? Ja. Dann, viel Spaß. Bitteschön. Blau Metallic außen in beige. Und ein Panoramaschiebe da. Ja, man sieht wieder, du hast Geschmack. Ja, natürlich. Ja. Hallo, Tachchen. Schönen guten Tag. Wilma Mirko, mein Name. Was suchen Sie denn? Also ich suche in erster Linie ein sparsames, geräumiges Auto, was komfortabel ist und wo ich meine Familie habe. Oh, da habe ich doch ein super Angebot für Sie. Ja. Der RAV4, wo haben wir den denn da? Oh, der steht da drüben. Sie können ja schon mal einsteigen, mal gucken, was da passiert. Ja, danke schön. Alles reinschmeißen. Vielleicht also nochmal hinten Platz nehmen, ja. für die Kinder. Weil wenn die Kinder hinten quengeln, dann passen die ja. Da passen ja drei Leute rein. Ja, super. Das ist schon mal die Inneneinrichtung von der ganzen Geschichte. Ja. Haben Sie sonst noch Fragen? Ja, ich würde gerne mal den Motor sehen. Motor? Ja, Motor ist wahrscheinlich vorne. Lass mal schauen. Ja. Oh, geht sogar auf, das Ganze. Oh, auf jeden Fall hier nichts kaputt. Zack. So, einmal Motor. Das sieht ja interessant aus. Aber fragen Sie nicht so viel, weil da habe ich nicht so viel Ahnung von. Ah. Auf zur Probefahrt. Ja, da freue ich mich. Hier, Dankeschön. Bitte. Dann am Einsteig. Das ist ein richtig schönes Auto. Herrlich. Der sieht aber schick aus. Ja, da bin ich auch mal gespannt. So. Und jetzt geht's vorwärts. Also, wie sehr angenehm. Wie sieht das mit der Leistung? Mal Gas geben. Oh, da geht schon weit vorwärts. Die Papiere macht der Chef, darf ich leider noch nicht machen. Ich bin ja auch nur erstmal einen Tag hier. Ich glaube, kommt er schon. Bernd? Ja. Auto verkauft. Ich danke dir. Ich verabschiede mich. Und super tolle Leistung von dir. Ja, das hoffe ich doch. Aber Leistung sind wir ja immer gewohnt gewesen von dir. Weiß ich doch. Alles klar, mein Lieber. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. So. So. Das war es heute wieder mal im Autohaus und ja. Anstrengender Tag, aber haben uns wieder mal durchgebissen heute. Bis bald.